Hallo und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel, Strategiespiel und Zwergenfreunde zu Spellforce. Ja, und zwar zum zweiten Playthrough von Shadow of the Phoenix. Dieses Mal aus der anderen Perspektive, nämlich von unserem Schattenkrieger. Von unserem Träger der Schattenklinge aus der Arin-Kampagne. Unserem Runenkrieger. Also starten wir rein. Das hier ist noch immer unser. Ja, unser Phönixträger. Deswegen werden wir Charakter importieren. Jetzt brauchen wir von Breath of Winter die Importdatei. Hier ist unser Schattenkrieger. Träger der Schattenklinge. Und mit dem starten wir jetzt. Und kriegen noch einmal das Intro zu sehen. Ihr hättet mir nicht folgen sollen, Erion. Eure Macht nützt euch nichts an diesem Ort. Die Hohenkrieger werden auch euch vernichten. Schweigt! Das Blut eines Gottes spende Leben. Und ich brauche sie lebend. Lebend unter meinem Bann mit all ihrer Macht. Ihr seid wahnsinnig. Ja, da wurde Rowan wieder mal erweckt. Wiederbelebt, wollte ich sagen. Und jetzt sind wir in einem ganz anderen Anfang. Willkommen in der Stadt der Seelen, Runenkrieger. Warum bringt ihr mich hierher? Ich habe eine besondere Aufgabe. Genau richtig für euch. Ihr müsst in die Stadt eindringen und dort etwas für mich erbeuten. Eine Urne. Habt ihr nicht genug Knechte in Schaldun, die eure schmutzigen Pläne ausführen können? Ja, aber ihr führt die Schattenklinge, Freund. Die Urne wird von einem Fial Dark bewacht. Nur eure Klinge kann ihn bezwingen. Schlagt es euch aus dem Kopf. Ich diene nicht eurem Wahnsinn. Ja, es tut weh, nicht wahr? Die Schattenklinge frisst an eurer Seele. Nicht mehr lange. Und ihr werdet selbst zum Schatten. Denkt daran, ich habe ein Mittel. Gegen eure Schmerzen und gegen die Klinge. Es lässt nach. Ich brauche mehr davon. Ah, na, nicht so eilig. Zuerst werdet ihr die Urne für mich aus der Stadt holen. Kommt, lasst uns den Plan besprechen. Ja, so fängt es also an. Und wir sind leider ein Lakai des Maskierten. Von dem wir noch nicht wissen, dass es Hokanashir ist. Spoiler. Naja, gut, Spoiler kann man nicht mehr sagen. Wer jetzt erst anfängt mit dieser Folge, ist selber schuld. Gut. Nun, bereit für eure Aufgabe? Was ist das hier für ein Ort? Dort oben seht ihr die Stadt der Seelen. Dies ist ein Ort, von dem man sagt, er sei nur zum Teil von dieser Welt und zum Teil von einer anderen, einer fremdartigen Welt. Vor über 1000 Jahren lebten hier einst Wesen, die nicht aus der Macht der Götter geboren waren. Sie waren aus dem Abgrund zwischen den Sternen hierher gekommen. Diese Wesen waren grausam und kriegerisch, und die Götter duldeten ihre Anwesenheit nicht. So stieg Hirin, Gott der Träume und des Todes, hinab und vernichtete die Fremden. Aber da sie nicht von dieser Welt waren, nahm er ihre Seelen nicht mit zu Morduin und gewährte ihnen keinen Einlass ins Totenreich. Also irren die Seelen jener grausamen Kreaturen noch heute durch diese Mauern.
Man sagt, die Fremden hätten große Schätze besessen. Das hat viele Tölpel hierher gelockt und keiner ist je von hier zurückgekehrt. Nur einer verstand die Rätsel dieses Ortes und seine Urne sollt ihr mir jetzt bringen. Was habt ihr damit vor? Das erfahrt ihr bei Zeiten. Lasst uns den Plan besprechen. Oder habt ihr die Schmerzen schon vergessen? Also gut. Sagt mir, was zu tun ist. Ich werde das Tor zur Stadt für euch öffnen, aber nur bis dorthin kann ich euch folgen. Ihr tragt die Schattenklinge. Nur ihr könnt den Vierdark in der Stadt besiegen. Ihr müsst in der Stadt nach einem Grabmal suchen. Es ist in der Mitte eines sehr großen Pentagramms zu finden. Wie alles an diesem Ort ist auch das Grabmal wahrscheinlich von einem Rätsel geschützt. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich glaube, dass es etwas mit dem Pentagramm zu tun hat. Das Pentagramm erschafft Kreaturen und ihre Kraft nährt den Vialdark. Sind genug von ihnen in die Welt gekommen, wird ein neuer Vialdark gerufen. Ihr müsst also verhindern, dass das Pentagramm Kreaturen hervorbringt, sonst wird immer wieder ein Vialdark beschworen. Ich vermute, dass ihr die dunkle Macht des Pentagramms mit eurer eigenen Lebenskraft oder der eurer Leute aufheben müsst. Achtet auf das Pentagramm und darauf, von wo die Kreaturen kommen. Darin liegt der Schlüssel für das Rätsel. Ihr werdet Unterstützung brauchen. Also nutzt das Monument. Ich erwarte euch dann im Süden, am anderen Ende der Stadt. Kommt zu mir, sobald ihr die Urne habt. Nun los, das Tor zur Stadt öffnet sich. Gut. Wir kriegen also schon mal eine Rätselaufgabe serviert. Da ist das Heldenmonument. Da ist das Grabmal. Da ist unsere Schattenklinge, die wir jederzeit tragen könnten, aber nicht wollen, weil sie schlecht ist. Unsere Zauber haben sich nicht geändert. Was sich natürlich geändert hat, sind mal wieder die Gebäude und die Einheiten. Also was Einheiten angeht, bei den Menschenwesen können wir schnell Ordnung schaffen. Gut, da war jetzt nichts Besonderes drin, nur eine Keule und ein Zauber. Und hier sind Geisterhändler, auf die wir jetzt gerade Zugriff haben, aber ansonsten dann nicht mehr. Der verkauft Zauber, okay. Du verkaufst Zauber. Du verkaufst Waffen. Nö. Bessere Axt brauchen wir jetzt nicht unbedingt. So, Questlog. Im Schatten des Phönix, die kennen wir ja, die Mission, also die Quest. Die Zeit ist gekommen, in der sich die Fäden des Schicksals verweben und die offenen Fragen und Vorzeichen sich in Gewissheit wandeln. Dies ist die Zeit, in der Legenden entstehen. Ihr müsst die Aufträge des Maskierten ausführen, nur er kann euch von dem Schattenschwert erlösen. Zurück mit euch! Das Schattenschwert frisst an eurer Seele und lässt euch langsam in einen Schatten werden. Nur der Maskierte kann euch helfen, aber sein Preis ist euer Gehorsam. Achtung! Ja, der Auftrag des Maskierten. Der Maskierte hat als einziger ein Mittel, um die Auswirkungen der Schattenklinge auf euch zu mildern. Allerdings verlangt er dafür, dass ihr seinen Plänen dient. Bergt die Urne aus dem Grab in der Stadt der Seelen. Der Maskierte will eine Urne aus einer Grabstätte in der Stadt der Seele sehen. Sie wird von einem Vierdark bewacht und kann nur mit der Schattenklinge erbeutet werden. Sprecht mit dem Maskierten über den Plan. Der Maskierte wartet, er wird euch erklären, was zu tun ist.
Ruft eure fünf Helden herbei. Ihr werdet die Hilfe eurer Helden benötigen, um das Rätsel des Pentagramms zu lösen. Ruft sie an dem Monument herbei. Bannt die Wächter des Grabmals. Das Grabmal befindet sich in der Mitte des Pentagramms und wird von einem Fjaldak bewacht, der von Kreaturen herbeigerufen wird. Die Kreaturen entstehen aus dem Pentagramm und müssen aufgehalten werden. So. Noch mehr Ausrüstung, die nicht viel bringt. Und ja, im Gegensatz zu Order of Dawn, also unserem Phönixträger, haben wir einigermaßen vernünftige Helden. Also alle über Level 23 oder drüber. Vor allem drei starke 25er Helden haben wir. So, da ist schon der nächste Seelenfels. Und ja, wir sind in der Stadt der Seelen. Die haben wir auch schon in unserem ersten Playthrough besucht. Allerdings halt nicht diesen Teil. Achtung! Das ist nämlich der östliche Teil, den man nur als Schattenkrieger am Anfang betreten kann. Beziehungsweise man kann ihn auch später, glaube ich, noch betreten, aber halt. Allerdings gibt Kämpft! es hier nichts. Achtung! Also, wir machen einmal das Ding frei und dann Kämpft! war's das schon. Wenigstens durften wir die Erfahrungspunkte, die wir am Ende der Arin-Kampagne hatten, noch behalten. Also ja, ich gehe jetzt erst einmal zum Monument. Achtung! Und dann räumen wir erstmal die Stadt frei. Kämpft! Zeit zu sterben! Vorsicht! Also ja, wir haben eine schwache Heilung. Wobei, die geht eigentlich, die göttliche Heilung, die wir gerade haben. Vorsicht! Kämpft! Da ist das Monument. Achtung! Wird lustig, wie die Zombies hier irgendwie wie Esel klingen. Verteidigt euch! So, Questbuch wurde schon aktualisiert. Obwohl wir noch nicht unsere Helden herbeigerufen haben. Ja, vorwärts! Zur Ehre Aonirs. Ein Knochendieb. Achtet auf das Pentagramm. Es hat eine Bedeutung im Rätsel. Die Rune befiehlt sofort Zur Ehre ausgeführt. Aonirs. Achtung! Stehe bereit. Verstanden. Oh ja, sie ist die mit den. Genau, mit dem Fernkämpfer-Set. Stehe bereit. Verstanden. Sie hat eine Heilung, Mana Zu Spiegelbilder. Befehl. Er kann versteinern, Lebensraub und Aura des Erstickens. Unverzüglich. Dann macht ihn mal an. Ja, sofort. Schnell.
Zum Angriff! Oh, gibt's sogar noch hier unten nochmal ein Händlerlager mit dem Seelenstein. Schlagt sie zurück! Zum Angriff! Und los!